Hallo, willkommen zurück zum Wetten Dynasty. Ja. Aber wir haben immer noch ein Side-Level, okay? Ja, die Zitadelle. Ich dachte, die hätten wir jetzt alle fertig gehabt, aber. Nee, nee, die Zitadelle kommt. Der hat Zeit. Nein, die ist normal. Ja, das weiß. Er kennt sich immer aus. Ja, ich sehe die Symbole auf der Map. Was? Da gibt es Symbole? Ja, ich hab's vorhin jedenfalls sehen können, dass die uns noch fehlt, als wir mit der anderen fertig waren, bevor sie die Stadt angeklickt hat. Hä? Okay, der Gegner hat sich teleportiert, aufgehört. Nein, Wiederbelebungsfuzzi! Wo? Wir haben Zeitdruck. Oh, warte mal, du kannst töten den Ork mit dem Viech. Den da? Ja, der Ork mit der großen Axt, richtig. Ich weiß nicht, ob der Schamane auch zählt. Aber der ist doch. Okay, hast du einen mehr. Sind glaube ich nur 20, die du brauchst. Also, ging schnell. Ah, das macht ordentlich. Überlasse ich dir. Also auf den hinter mir auch nicht, der ist mich schlägt. Lebt nur noch bei dir denn. Okay, hast einen mehr. Was machen wir nur mit all dem Geld in diesem Spiel? Gegner töten. Ja, dafür braucht man Geld. Oh, das ist ein zweiter. Ich kümmere mich um den Schaman. Du kannst den großen Sattel nehmen. Zählt ja auch. Ach, Schamane wird wieder belebt. Nein! Lass mich halt durchschlagen, du Sack. Ach, ach so, der Nein. Kleine ist jetzt ein anderer. Hallihallo, ich hab den jetzt. Mein Haustier. Du hast einen Zweitangriff, ne? Der dauert aber länger zu ziehen. Der Ork hier, der möchte noch getötet. Ach so! Ich habe immer den längeren gemacht, okay. So, ja, du hast einen kurzen Kommando. Ja. Ich glaube, du wirst den. Oh, hier darfst du den noch machen. Ich gönn mir den Knips. Yay! Ich glaube, nur der Kleine hat keinen Zweitangriff. Hä? Wo bin ich? Nein, er ist weggelaufen! Ah, okay, du kriegst dann den hier. Oh, nice. Hit. Sind die tot? Ja. Gut, dann deine. Wobei ich weiß nicht, ob der Wiederbelebungsfuß zählt. Scheiß mal. Kommen wir gleich wieder hoch. Aua! Oh, springt's. Auto, ja. Ah, out of energy. Da fahr die Knirpse. Ah, da ist Rock dabei. War das schon David? Ah, hast es wohl. Ja. Stimmt, das tut sich auf der Website ja gar nicht reloaden. Das reloadet sich ja nur, wenn ich reloade. Ah ja, das sieht ja auch alles. Ja dann? Ja, draufhauen. Das Level mal wählen, das geht die Zeit aus. Was soll ich? Wir sind langsam. Da hinten. Ja, da ist wohl noch Wo ist der Gegner? Ich seh nicht. Komm, neu.
die killt einfach alle One-Hitten, damit sie dann wieder belebt werden soll. Klar. Böse Schamanen. Sowas ist illegal. Schamanerei ist illegal? Ja. Genauso wie Levitationszauber in ganz Tamriel verboten sind. Sich jeder dran hält. Eines der größten Mysterien in dem Spiel. Also ich wollte auch. Kann ich dazu kommen. Zwei Probleme. Ah, jetzt hat er auf einmal eine Leiste, weil letztes Mal hat er nicht nochmal eine Leiste. Hat er ja auch keine Leiste mehr. Ja, beim letzten Mal, dass ich wieder belebt, hat keine Leiste mehr gehabt. So. Vielleicht ein Bug. Ja, das war wohl ein Bug. Oder das ist jetzt ein Bug. Das wäre der Gag, wenn das ein Bug ist, dass die Leiste doch hat. I'm gonna keep it about 50. Ich merke gerade, ich könnte eigentlich nochmal Next Scan machen. Oh, jetzt sind nur noch 4 Values. Oh. Weil alles, was ihr macht, tut ja die ganzen Dinger verändern, verstehst du? Tut's dir weh, wenn ich raustabbe, oder nicht? Denke nicht. Okay, bei mir sind's 23. Heißt, du bist jetzt tatsächlich doch besser dran. Oh, ich sehe gerade, wenn ich jetzt nochmal Next Scan mache, ich habe nur noch 2. Das würde ich sogar riskieren, aber erst okay. Noch. Okay. Oh, Next Scan, jetzt habe ich nur noch 1. Okay, ja, dann muss es ja eigentlich passen, ne? Soll ich machen? Ich schau nochmal bei mir, ja, mach ich. Ich pfeil den mal runter. Also im Worst Case wird es nicht funktionieren, denke ich. Okay, wir ändern den Value jetzt einfach mal auf, sagen wir mal 5. Was? Warum 5? Mach doch gleich 35. Ja, aber so hoch levelt man sich doch gar nicht. Hä? Aber ich dachte, du willst. Ich habe ja nicht die Skillpunkte, ich habe ja die Skills. Ja, richtig. Und kann man, dachte, ja, okay, gut, stimmt, die gehen auf bis auf 40, stimmt, ich bin voll hier. Gehen auf 40, oder nicht? Ja. Ja, egal. Schauen wir einfach mal, ob es was gebracht hat, wenn es Level fertig ist. Schau ich da mal rein. Ja. Nach dem Kampf gucke ich auch nochmal bei mir. Weil ich hab's mit Skillpunkten versucht, bin jetzt aber noch bei 20, Dinger. Möchte ich noch nicht riskieren, die alle zu ändern. Und wer weiß, manchmal funktioniert das auch überhaupt nicht. Ich hab's auch schon mal in einem Spiel echt nicht hinbekommen. Das Ding ist halt auch, es ist halt auch unterschiedlich. Weil das hier. Scheiße, wir waren echt zu langsam. Was? Oh mein Gott, ich hab hier gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Das sind wir gut. Naja, oh mein Gott, Alter. Ich dachte, wir wären schon am Ende so. Oh Mist. Aber es ist ja nicht bei jedem Spiel ein Vorbehalt Integer. So, bei manchen Dingern ist das auch was komplett anderes Teil. Zurück in die Stadt. Ja, das war jetzt ein bisschen, ja. Ja. Ich sag, da kann ich nichts mehr zu sagen. Ja. Außer, dass ich spontan vergessen habe, dass wir ja um Zeit kämpfen. Kann ich das sehen? Warte mal, das ist komisch. Machen wir das jetzt mal auf 8. Ah. Gehen wir kurz raus und nochmal rein. Ändert das jetzt irgendwas? Ne, die ist aber noch 2. Habe ich wirklich so komisch gelevelt? Ich merke gerade, ich habe Angriff auf 36, Geschicklichkeit auf 40 und Kraft auf 8. Ich schau mal bei mir nach. Hä? Warte, wo ge... Hä? Was? Das wird mir gar nicht. Ich kann die. Ja, du kannst, das Level-Menü nicht mehr sehen, aber du siehst ja das andere. Das, wie? Du siehst dein Level, dein Name und darunter ist doch die Stats, Angriff, Verteidigung, Geschicklichkeit. Ja, schon. Aber ich habe ja. Ich möchte eigentlich Punkte einsetzen. Ups, geht aber nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es funktioniert. So ein Blödsinn. Naja. Ach so, hast du schon genug Values, dass du das machen kannst? Okay, ich mach dich jetzt auf 40. Sagen wir es mal so, ich hab's halt einfach mal riskiert und hier. Ah ja, interessant. Ich habe 7 Werte auf 80 geändert. Davon sind jetzt nur noch 2 auf 80, die anderen sind irgendwie weg. 2 haben sich wieder auf 0 resettet. Sehr interessant. Ja, keine Ahnung. Ist auch egal, hab's ja nicht.
Ich glaube, es wäre fast sinnvoll, das tatsächlich mit den neuen Charakteren zu machen. Ich habe einen Value, der auf Stufe 40 ist, und ich schaue einfach mal, ob mit dem noch irgendwas passieren wird. Ja, wenn ich. Herausforderung. Okay, konzentrieren wir uns. Kein Rausgetappe mehr. Und straight ist ein High-Speed Kill. Tränke einsetzen und ulten. Mach hin! Zieh ich aus. Also ich werde nicht heilen, ich spare auf meine Ulten. Du sowieso. Scheiße, Schamane, darf ich zuerst gehen. Wer weiß, ob dieses Vieh ich werde. Ja, sonst belebt er Leute wieder. Belebt doch immer jemand wieder. Ja, aber wenn du ihn zuerst tötest, kann er es nur einmal bei sich selbst machen. Ach so, ich dachte, der macht das immer nur einmal. Hä? Weiß ich nicht. Ich dachte, der kann das mehrfach. Tatsächlich das erste Mal, dass wir es vergangen haben mit der Zeit. Ich hoffe, es lag nur daran, dass wir rausgezappt sind und stehen. Wahrscheinlich nicht ganz nur. Aber das hat es. Also, ja, wahrscheinlich auch, dass ich das Tier benutzt habe und mich nicht straight auf Kill konzentriert habe. Ja, wenn du damit echt weniger Damage machst, ich mach damit mehr Damage. Ja, ich meine, wenn die am Boden liegen, kann ich die nicht mehr treffen im Tier. Und so kann ich die immer noch treffen. Okay. 2000 macht der. Also das gefällt mir eigentlich schon. Ja, okay, ich lass dich mal. Gut. Das ist gut. Wiederbelebungsarsch. Was denn Scheiß. Was willst du denn mit Wiederbelebungsarsch? Ja, der war schon in seiner Animation, aber. Ist er ein toter Arsch? Jetzt ist er definitiv tot. Aber automatisch. Ich frage mich aber wirklich, ob ich die richtigen Werte habe, weil. Ich meine, der ändert sich selber überhaupt nicht. Bleibt also die ganze Zeit auf dem Wert, den ich hier eingestellt habe. Der bleibt die ganze Zeit auf 40. So. Ich sehe es nur im Menü nicht, aber vielleicht. Ist das auch so, dass ich das mit dem Level-Up richtig aktualisiert wird? Keine Ahnung, also wenn du das wirklich unbedingt machen willst, erstell dir jeden Charakter und das dann trainer. Sicher jemand einer eingebastelt auf dein Spiel. Ich hab schon mal rumgegoogelt, ich hab keine Save-Games gefunden. Rumgegoogelt? Oder sowas. Ich gehe eigentlich immer nur auf GameCopy World. Da gibt's Trainer. Keine Ahnung, können die das? Das war das letzte, was ich dort runtergeladen habe. Ist ja jetzt nicht unbedingt direkt. Ich werde nicht unbedingt alles mit hier runterladen und ausprobieren. Das letzte, was ich da runtergeladen habe, war Lords of the Fallen. Also, ja, keine Ahnung. Trainer! Die Seite, der ich seit 10 Jahren vertraue, ist da keine Viren dabei. Ja. Trainer und no CD fixes. Ja, das waren sie ursprünglich eigentlich. Ja. War echt ganz toll damals, als man noch die Spiele dann bei der Bibliothek ausgeliehen hat und dann abgegeben hat und man trotzdem weiter spielen wegen dem Mordspiel kriegt. Nein, Fix! Das ist ein Fix! Sorry, ein Fix. Ja, ein Fix. Das ersetzt einfach nur die Original-Echse mit einer anderen Echse, die sich nicht beschwert, wenn die CD nicht da ist. Genau. Naja, also, aber sie kam ja anscheinend recht gut damit durch, dass sie es Fix nennen. Keine Ahnung. Ich, also ganz im Ernst, als 10-12-Jähriger habe ich mich jetzt nicht für Legalitäten interessiert. Es ging mir nur darum, dass ich irgendein Schrott-PC-Spiel ausgeliehen habe und es weiterspielen konnte. Also ich habe gar nichts ausgeliehen. Haben nicht mal was? Das ist noch nie was in der Bibliothek ausgeliehen. Ja, nein, weder Bücher noch was anderes. Das ist schön.
Okay, Dennis, wir haben echt ein Zeitproblem. Alle Bücher, die ich besitze, habe ich gekauft. Alle Spiele, die ich besitze, habe ich entweder gekauft oder nicht gekauft. Okay. Ach, ist der Ultimänner dann die zweite Leiste? Ich habe jetzt bei der ersten Minute. Er ist eingefroren, machst du das? Oder hab ich? Ich glaube, ich habe Eis auch dabei. Okay, dann hau du mal raus. Den mal raushauen. Aua. Echt? Ich sehe deine Ult gar nicht. Ich höre sie auch. Ach so! Ich dachte, ja, du meinst raushauen, egal. Gar nicht, dass ich draufhau! Ja, ist wurscht. Nimm sie, hebst du dir für später auf, da war ja noch ein Kampf. Ich glaube nicht, aber egal. Wir waren hier noch nicht am Ende, dachte ich. Ey, was ist ja noch mehr? Was soll denn das? Geh aber weg! Ja, das ist das Ding, so viel knapper. Was ist das für ein krasses Ding? Keine Ahnung, das ist das letzte Level. Alle 4 Minuten übrig und jetzt hier? Das ist das letzte Level, mal abgesehen vom Bossfight. Der ja, das Bossfight war das letzte Level. Ja, aber der Bossfight hat halt zeitlich nicht so die großen Probleme, wenn man es richtig macht. Wir haben es ja richtig gemacht. Ups, sorry, ich hab sie weggeschleudert. Ich glaube, ich werde irgendwann mal wieder Need for Speed Underground installieren. Okay. Das habe ich noch im Original. Von der CD? Ja. Ja, oh. DVD-ROM. Oh. Okay. Kam hier noch ein Kampf oder war es dann vorbei? Hier war es vorbei. Wir hätten wahrscheinlich einfach schnell laufen müssen. Herausforderung abgeschlossen. Yay. Reich. Rianji. Schöner Name. Was ab? Schöner Name. Also, naja, das kostet 1000. Okay. Punkte. Ja. Ach, wieso? Na, mein halt. Wir brauchen nur noch 666. 6666. Ja, zum Glück haben wir es bisher immer hingekriegt. Ich weiß gar nicht wie. Oh, bist du ab da? Combo Breaker! Hoch mit dem. Also das Jonglieren habe ich jedenfalls nicht aus. Braucht man aber glaube ich auch nicht. Ja, zum Glück schon mal jetzt schon 15 Minuten. Ich glaube, dass der Jäger einfach einen Vorteil hat. Meine Ulti ist auch ganz gut für sowas. Aber ja. Ich glaube, meine Kombo ist jetzt weg. So lange hält die nicht. Ja. Ah, okay. Nicht treffen lassen, das ist sonst auch ein Problem. Ich stand die Leute hier. Ja, am besten, wenn du sie festhältst, oder das ist natürlich am allerbesten. Ja, die lassen, die fallen nicht runter. Weißt, die gehen nicht auf den Boden, die bleiben dann Distanz stehen. Ist ja für dich als Bogenschütze besser. Hey, wer hat mich jetzt erwischt? Ja, der ist auf uns zugespawnt. Ist er das? Ja, frisch gespawnt und dann voll auf uns zugespawnt. Hast du es nicht gesehen? Mir war das sehr offen. 1000 XP, was? Schaffen wir doch noch das nächste Level ab. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass wir das heute schaffen. Wir haben nur eine Stunde auf. Wir können aber auch 2 Stunden auf. Also ich weiß nicht, ich hab's dir ja noch gar nicht gesagt, ja, aber ich habe Pokémon Schild durchgespielt. Ah ja, okay. Ja. Ich hab nur noch nicht DLC an. Fändest du so? Also hast du jetzt dein Legi und dein Rivale hat das andere Legi.
Ich habe ein Dynalis, ich habe Zarude und ich habe natürlich auch Zamazenta. Was ich nicht habe, ist Tarsian, aber ich werde Schwert wahrscheinlich. Ja, den hat der Rivale. Ja. Wer bei ihm überhaupt Rivale nennen kann. Ich möchte auf jeden Fall nochmal eine richtige Switch kaufen. Ich habe die Switch Lite gekauft, weil sie so günstig war, weil ich echt nicht gedacht habe, dass das so ein großer Unterschied macht. Aber ich möchte dieses Spiel einfach mal auf dem Fernseher machen. Weil dafür ist es konzipiert. Was heißt du mir kommen? Das alles viel zu klein. Ja, warte mal, man könnte den User auch auf einer anderen Switch benutzen, gell? Dann habe ich auch mein Safe Games, theoretisch möglich. Das geht ja. Das nicht. Nein. Wieso bist du rausgegangen? Achso, wir waren. Ja, stand nicht da, dass es fertig ist. Ach stimmt, wir müssen es ja gar nicht beenden. Ja genau, aber wir werden nicht vergessen, weil ich jetzt nächsten Part, ciao. Tschüss, ich alte mal.